So, Freunde der Spiegeltour. Nächste Schlacht der Kampagne von den Normannen, beziehungsweise die Normannen. Die Schlacht von Brémolet. Zwei mächtige Könige kämpfen Angesicht zu Angesicht um das Schicksal der Normandie. Und ich hoffe, ich krieg wieder ein Dorf, irgendwas zu produzieren. Ich möchte nicht die ganze Zeit nur Schlachten spielen. Die Söhne Wilhelms hatten ihren langwährenden Streit über die Normandie entschieden. König Heinrich entriss seinem Bruder die Herrschaft über das Gebiet. Doch König Ludwig VI. Von Frankreich erkannte Heinrichs Erben nicht als zukünftigen Herzog der Normandie an. Heinrichs fragile Macht stand vor ihrer ersten großen Prüfung: eine Invasion des französischen Königs. Eine zufällige Begegnung auf den Feldern der Normandie führte König Heinrich I. in die offene Feldschlacht gegen Frankreichs berühmten König Ludwig VI. Zufällig. Ach, du bist auch hier? Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken, wer der bessere Stratege ist. Okay. Ein schwelender Bauernhof im umkämpften Gebiet zwischen der Normandie und Frankreich verkündete den Beginn einer französischen Invasion. An der Spitze der riesigen Armee stand König Ludwig von Frankreich höchstpersönlich. Ein englischer Späher informierte unverzüglich König Heinrich von England, der noch unterwegs war, um seine Grenzen zu verteidigen. Als sie von der Bedrohung hörten, flohen die Dorfbewohner und Wachen aus ihren Siedlungen und suchten Schutz in der Festung Fleury. Oh, das sieht übrigens richtig kacke aus. Der wichtigste Befehl der englischen Streitkräfte in der Normandie lautete nun, die Stadt Fleury zu halten und auf König Heinrich zu warten. Ach, was eine Scheißmission sehe ich jetzt schon. Weil die werden nach und nach alles zerstören auf dem Weg und ich stehe dann hier. In der letzten Reihe. Habe ich hier ein Zentrum? Nee, habe ich natürlich nur ganz hinten, oder? Das ist alles vorgezogen. Aber hier möchte ich nicht weg, weil hier Gold ist. Auch als das Dorf Cressonville fiel, lag die Hoffnung der Engländer allein darin, Fleury bis zur Ankunft des Königs zu halten. Nee, komm, dann ziehen wir uns schon direkt komplett zurück. Weil ich habe auch Gold oben. Ich glaube, der Nachteil wird sein, dass ich keinen Stein habe ganz oben. Kapazitäten erhöhen. Jagdfleischabbau erhöhen. Die Stadt Granville fiel unter dem Ansturm der Franzosen und die Engländer wurden nach Fleury zurückgedrängt. Ja, scheint auch so, als wenn ich das nur so machen kann. Weil die kommen ja nur in die Stadt rein und bin dann ja schon am Arsch. Was Stein habe ich hier auch, deshalb alles gut. Cheers.
Neue Bauern sind gekommen. Meine Güte. Das Tor kann immer geschlossen bleiben. Ihr müsst rüber, wir brauchen Stein. Wir müssen Steinmauern bauen. Okay. Zu langsam. Ich weiß jetzt schon, ich muss direkt die Goldproduktion rüber machen auf Steinproduktion, muss die Mauern einreißen hier vorne, muss alle Städte einfach zurückziehen. Also alles, was ich in den Dörfern finde, muss sofort nach Fleur hoch. Und dann muss ich halt einfach mich wirklich richtig dick einbunkern. Durch die Palisaden kommen die leider zu schnell. Ein schwelender Bauernhof. Der wichtigste Befehl der englischen Streitkräfte in der Normandie lautete nun, die Stadt Fleury zu halten und auf König Heinrich zu warten. Weil es ja schön, dass da Produktionsstätten überall drin sind, aber es ist halt nutzlos. Hilf beim Zerstören eines Gebäudes Ressortens zurück. Nee, sollte nicht so sein. Auch als das Dorf Cressonville fiel, lag die Hoffnung der Engländer allein darin, Fleury bis zur Ankunft des Königs zu halten. Die Stadt Granville fiel unter dem Ansturm der Franzosen und die Engländer wurden nach Fleury zurückgedrängt. Du machst das schon, Hauptsache Stein. Die arme einzelne Sau baut eine riesige Steinmauer. Ja, so ist das halt. Need your work.
Are ye Edward? I'm your wife. Estes commende. Oh. So, was wart ihr? Ihr wart die Holzfäller, glaube ich. Dann geht man da unten hin. Ein paar können schon mal hier bleiben, die brauche ich zum Reparieren gleich. Und hast du gerade gepupst, als du neben mir standst? Dankeschön, das ist sehr aufdringlich von dir. Ich habe keine Ahnung, wie stark ein Steinturm ist. Ich habe den noch nie gebaut. Oh nein. So, davon kriegst du die Ressourcen mal zurück. Hoffe ich jedenfalls. Och, die bauen Belagerungsgeräte jetzt dafür. Doofe KI. Leider ist sie gar nicht doof. Dafür brauche ich das nächste Zeitalter. Das ist natürlich auch total unpraktisch gerade. Endlich trafen König Heinrich und seine Truppen in Fleury ein. Naja, das wird jetzt auch nicht den Tag retten. Dass König Ludwig den Feldzug selbst anführte, sah Heinrich seine Chance, Englands Anspruch auf die Normandie ein für allemal geltend zu machen.
Erobern Sie Grainville. So, jetzt habe ich aber wenigstens erstmal ein bisschen Ruhe, oder? Durch die Anfangsphase hatte ich kurz Puls. Hestes commende. Each a worker. That's Shule Beo Timbran. Your way, your way. Kann vom Stein rüber, das brauche ich jetzt gerade nicht. Wir können Einheiten in ihren Produktionsgebäuden zu fortschrittlichen Versionen aufwerten. Ja, macht ja auch Sinn. Weil ich komisch finde mit der Mauer, wo sind die Aufstiege? Hätte man nicht einfach eine Treppe hier irgendwo setzen können? Wie Gold ist hier, das sind 8000 Vorkommen. So, noch 5, dann habe ich nämlich mein Einheitenlimit auf maximal, beziehungsweise Bevölkerungslimit ist dann schon auf Maximum. Goldmine Sammelrate erhöhen. Damit wir die Einheiten relativ schnell upgraden können. Kann ich in der Mission schon auf Ritterzeit? Ja. 1200 Nahrung, 600 Gold. Und anscheinend kommen immer wieder neue Angriffstruppen. Mein Gott! Ich glaube, das ist über dem Einheitenlimit von 200. Ich glaube auch nicht, dass du am Ende auch gegen ihn kämpfen musst auf dem Schlachtfeld. König Ludwig war entschlossen, die Engländer aus der Normandie zu vertreiben und begann Angriffstruppen gegen König Heinrich und dessen Streitkräfte zu entsenden. Das haben wir Belagerungstürme bauen können. Ich glaube, ich will einfach die eine Zeit voranschreiten. Das sollte mein erster Fokus sein. Ach du meine Güte. Verklickt. So, wieder rein. Ah, der Start ist schon mal gut geschafft. Guter Zeitpunkt, um zu speichern. Verteidigung ist eh immer die beste Taktik erstmal gegen die KI. So,
So, 1200. What's her face, eh? Yes, sir? Where's the holler? And your work, eh? Fehlt mir noch. Achso, mir fehlt noch das Arsenal. Danach darf ich in die nächste. In die nächste Zeit fortschreiten. So, Sammelrate erhöhen, dann die Schubkarren, dass die ein bisschen mehr sich schneller bewegen und wieder, ich glaube, auch ein bisschen mehr transportieren können. Ja, um 5%. Kannst die Türme nicht näher an die Mauer setzen, die Türme waren von Anfang an dabei. Also es ist ja noch von der vom Start aufbauen, weil die Türme auch, ich glaube, die müssten Schussschaden haben. Jedenfalls fehlt hier das Upgrade dafür. Würde ich die jetzt nicht abreißen, weil sonst muss ich wieder 100 Stein bezahlen, um dann neue Schussscharten einzubauen. Krieg ja nichts zurück. Siegendes Öl. Bergfriede können siegendes Öl auf Einheiten kippen. Bogenschützen erhalten plus 2 Feld Angriffsreichweite. Brandpfeile für Bogenschütze und Armbrustschützen richten bei Angriffen gegen Gebäude mehr Schaden, also beziehungsweise Feuerschaden hinzu. So, dient als Bergfried mitsamt dessen Verhalten, Technologie und Boni. Dient als Dorfzentrum mitsamt dessen Verhalten, Technologie und Boni. Nee, wir machen einen Bergfried. Ach, man darf Gebäude erst abreißen, wenn die Einheiten da rausgeholt sind. Jetzt dann nicht, kriegt das nicht wieder zu. Na doch, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der Burgfried, nicht der Burgfried, sondern ich könnte den Platz nicht mehr ausnutzen. Das sind die Rüstung für die Einheiten, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Naja, kann man so machen. Ah ne, da ist sogar eine kleine Tür. Vielleicht fehlt die einfach nur aus Animation hier. Ich finde es aber jetzt nicht so wichtig, wie die Truppen auch kommen. Damit hat sich Stronghold auch schwer getan zwischendurch mal. Cherylas, yes, sir. Understood.
Oh, das war's schon an Stein. Wenn ich im neuen Zeitalter bin, erforsche ich erstmal direkt die Brandpfeile. Achso, das nächste Dorf, was ich erobere, ist eh ein Steinvorkommen. Ja, gebe ich dir recht, Corbin. Erstmal raus aus dem Gebiet hier. Erhöht die Fern- und Nahkampfrüstung aller Waffenknechte um +3. Netz aus Zitadellen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit Bonus von Netz aus Burgen von 25 auf 50%. Das ist nämlich, weil die kriegen jetzt, glaube ich, eigentlich einen Buff, weil die in der Umgebung stehen. Auf positionierte Einheiten erleiden 66% weniger Schaden durch Fernkampf und Belagerungswaffen und haben +2 mehr Reichweite. Okay, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Belagerungswaffen erhöhen. Öl auf feindliche Einheiten kippen. Das Upgrade für die Schützen. Einzige, was ich wirklich so ein bisschen kritisiere, ist, dass, also entweder habe ich es noch nicht gefunden, oder es gibt, das gibt es nicht mehr, dass Bauern nicht automatisch reparieren, wenn die vor einem, also neben einem kaputten Gebäude stehen. Oder habe ich mir das eingebildet, dass das früher so war, aber ich glaube schon. Ja, deshalb, ich habe das nicht geträumt, das war so. Bergfried kostet 1000 Stein. Ich denke mal, man soll damit vorrücken. Also immer wieder Burg bauen, mit der Burg, sag ich mal, die Verteidigung stärken. Und den Buff hier nutzen. Wobei ich das echt heftig finde. Netz aus Burgen, 50% schnellere Angriffsgeschwindigkeit für wahrscheinlich alle in diesem Areal. Das ist echt viel. Ja, schnellere Sammeln von Nahrung brauche ich gerade nicht. Das schnellere Sammeln von Gold, das könnte sich als nützlich erweisen. So, ihr habt jetzt auch Feuerpfeile und Öl wird runtergekippt und dann sollten auch die Belagerungsdinger jetzt nicht mehr so gut durchkommen. Was für eine Spezialeinheit kannst du in der Burg bauen? Also eigentlich müsste es hier auch der Waffenknecht sein.
Ne, der Waffenknecht ist eigentlich die Standardeinheit. Im Moment sieht es so aus, wenn du einfach nur alles produzieren kannst. So, endlich können wir heilen. Volo Volo gibt's noch nicht an der Stelle. Volo Volo gibt's später. Ich möchte gerne noch zwei weitere Bauern, wenn wir nachher vorrücken, und es wird auch Zeit, mal den Kampf zu machen. Reduziert Ausbildungsdauer von Infanterie, Kavallerie, Belagungseinheiten. Keine Auswirkungen auf religiöse Einheiten. Bogenschützen können noch weiter schießen. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Lager aufbauen als Spezialfähigkeit für die Langbogenschützen. Ich tue so, als wenn ich mit Ressourcen haushalten müsste. Aber gerade ist ja erstmal alles entspannt. Ach, Hauptsache die Priester gehen vor und heilen dann auf Distanz oder was. Dann geht mal hier rechts rüber den Heilen. Sprech dieses Gebet und du wirst gesund werden. Ach, warum haben wir diese Technologie verloren über die Jahre? Look at your beauty ready, Freckus. Intended, Freckus. Ja, understood. 41 Bogenschützen. Ich denke mal, die Bogenschützen muss ich nicht mehr erweitern. Ach so. Aha. Ach, da ist ja doof gelöst. Hier, du hast kein Hotkey für die Produktionsgeschichte wie bei den anderen Gebäuden. Gebäude schickt Alarm. Achso, dann kriegt man den Angriffsgeschwindigkeitsbonus. Haben sie wahrscheinlich gemacht, damit nicht ständig die Einheiten leuchten, sondern nur, wenn Gegner angreifen. So, jetzt bin ich aber wirklich 100% safe. Oder soll ich einfach nur Ritter bauen? Den Hester?
Wenn ich aber sehe. Nee. Sollte schon lanzenorientiert sein, auch mit. Also auf jeden Fall die Armee, die hier oben steht, hat, ist einfach nicht bogenschützenorientiert. Also mit wem soll ich kontern bei den Rittern? Kann auf Brandgeschosse wechseln, effektiv gegen Einheitengruppen. Ach so, kein Gold mehr. Ihr kommt gleich mit. Armbrustschützen gegen gepanzert. Gleich. Ich muss meinen Marktplatz. Ich brauche Essen. Also beziehungsweise ich muss Essen verkaufen. Weil in Wald brauche ich Gold. Den Rest schafft ihr auch so vom Tor. Tut mir leid, die Aufbauphase dauert jetzt gerade ein bisschen länger noch. Oh, stopp. Komm mal her. Vergiss die beiden. Danke, Pharao, für 50 Monate Stufe 1 Support. Damit gehörst du zu einem der wirklich sehr langen Leuten. Also beziehungsweise Leute, die hier sehr lange sind. Ja, die Upgrades brauche ich nicht. Steinsammelrate wird gleich da oben wichtig. Überleg gerade, nach welchen Kriterien steigt denn der Goldpreis in der Mission? Weil es war der wieder hoch auf 70 fürs Essen. Normalerweise alle paar Sekunden um 2 Gold erholt er sich. So, ich hoffe, du machst keinen AOE-Schaden. Und ihr seid doch keine 17 Stück, wo sind die anderen, die sich langweilen? Hier. Get it this week, Toonfolk.
So, sehr schön. Okay, Ansichtssache. Können noch 10 Einheiten haben. Wie sieht die Aufteilung aus? Ja, 422. Komm, dann machen wir noch ein paar Armbrustschützen mehr. Und dann sollten wir langsam los. Ich glaube, ich brauche eine kurze Pinkelpause. Bevor ich Ludwig entgegentrete. So. Warum leuchten die Einheiten? Es ist durch die Burg. Netz aus Zitadellen. Okay, sah es, die Zeit weitergelaufen ist, während ich... Nee, Pausemenü macht... Pausiert doch die Zeit. Aber warum ist mein Tor kaputt? Guten Abend ein und danke für deine Stufe 2 Sub. Vielen Dank. I think they list it. Get to the ready for average thing is a Deaton. Yeah. Urgent! So, beim Belangungsgerät hatte ich aber auch viele Upgrades gemacht. Die Jäger-Upgrades mache ich nicht, weil die für mich halt nutzlos sind in der Lage und Position gerade. Oh, das könnte ich noch machen. Den Nahkampfschaden für alle Einheiten und die Nahkampfrüstung aller Einheiten verbessern. Mit Ausnahme der Belagerungseinheiten, ja, ja. Leute, seid ihr bereit, einem Französischen nah in den Arsch zu treten? Natürlich. Sire. Die werden doch eh in 500 Jahren abgesetzt. Na, vielleicht soll ich den Angriff noch abwarten. Upsala. Außer mein Priester steht vorne irgendwo in der ersten Reihe. Du musst noch 8 weitere Ludwigs töten. Die ganze Sippe. Hat man das nicht früher immer rausgehauen? Ich bring dich und deine ganze Sippe um. Ist natürlich nicht sehr fair. Die anderen können ja nichts dafür. Mein Gott, ich habe mein Gesicht gezeigt. Das hat wieder 20 Zuschauer gekostet. Aber Twitch variiert da ja immer. So, da war alles durch. Nein, ihr sollt nicht anfangen, Holz abzubauen. Wir müssen runter zum Dorf und das erobern. Boah, ich bin mal gespannt, was der für Truppen da drin stehen hat. Und ich habe mein Belagerungsgerät vergessen. Ah!
Vorbei da. Dann da. Er macht das alles super. Nein, meine Bauern! Macht durch Masse. Guten Abend, zwei. Lasst euch verbrennen, hört auf zu fliehen. Ich möchte euch doch nur ein Set auf die Stirn reinritzen. Goldbelohnung dafür. König und vielleicht habe ich die Männer Stärke der Armee hier ein bisschen überschätzt. Und eroberten die Stadt zurück. Zieht schnell einen Bergfried hier hoch. Dann blas halt zum Gegenangriff. So runter, Stein abbauen. Und ein paar Leute brauchen wir für weitere Steinmauern. Moment, dann baut hier ein weiteres Dorfzentrum. Genug Stein kriegt er ja jetzt. Bestehen deine Truppen nur aus Soros? Nein. Meine Truppen bestehen aus ganz normalen Leuten, die alle für ihren König sterben wollen. Stopp.
Oh, lass mich raten, er umläuft mich da unten. Ah ne, da unten ist noch eine Pferdeproduktion vom Feind. Something to shed, then? Crossbow on their way. We are the Germans! Come and swing them! I can't ask you! Yes, our James, we are still in there! See the grande sue ahead. Können wir euch um den Speer kurz? Wie Gold ist hier, ist wieder 8000. Egal, das Stein ist erstmal wichtiger. Der Stein. Deshalb wird die Armee auch weniger hier. Der schickt immer zum Angriff eine gewisse Truppe, nachdem ich was erobert habe. Und dann ist die Einschlacht gegen ihn nicht mehr so heftig. Weil das hier kannst du... Nee. Ich glaube nicht, dass du das mit einer Armee vernünftig handhaben kannst. Ach so, die können mich da ganz hinten noch umlaufen. Oh, danke ein für die 5 Stufe 1 Subs, die du verschenkst. Vielen Dank. Ein schönes Geschenk zum Ende des Monats hin. Ach Leute. Vielleicht soll ich das Upgrade für Jagen doch machen, weil ich glaube, die werden dadurch auch stärker. Ja, die Rüstung wird erhöht und der Fernkampfschaden wird erhöht. Können sie die Bauern ein bisschen besser verteidigen. Ich muss sagen, ich glaube, ich war gerade ein bisschen verschwenderisch mit dem Stein.
Agrethas von Tridath Nu, Tullius. Tute is none but dead. Nu, Tullius. Chapa thopa. Estas nu. Sinta estes. Macht nichts. Ich bin reich. Ich kann mit Markt handeln. Ich kann Stein einkaufen, wenn ich will. So, könnt euch schon mal wieder verbinden. Wobei ich gerade... Was soll das da hinten? Ohne Kack habe ich den nicht gerade angegriffen. Wo ist Heinrich? Wo ist mein Anführer? Der versteckt sich da. Geh hin und mach den bitte kaputt, den Speer. Infanterieeinheiten können mit Hilfe des Turms Mauern erklimmen. Mein Hestes, ich rede fort. Alles mit. So. Moment. Da haben sie eine Goldkiste versteckt. Ist zwar nicht so wichtig in der Mission, aber was soll's. Oh, danke, Sway. Danke für das Verschenken von 5 weiteren Subs hier. Vielen, vielen Dank. Ihr bringt die Nahrung auf den Tisch. Also seit wann macht Twitcher diese Herzchen? Auch wenn jetzt ein Angriff kommen würde oder so, egal. Ab da. Wird schon werden. So, der Rest darf weiter Gold abbauen. Dann nehmen wir 10 mit. Tja, KI, guckst du doof, ne? Ist alles voll mit Mauern. Ich glaube, die Stadt hatte keine Steinressourcen. Super. Ihr müsst keine Feuergeschosse benutzen. Wo ich glaube... Ja. Das Rayon versucht an mir vorbeizulaufen. Übrigens kein Feind der neuen Hotkey-Belegung. Ich finde das sehr gut. Das ist eine sehr einfache Belegung, die man auch gut lernen kann. So wie das jetzt gemacht ist. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sich an Age of Empires 2 schon gewöhnt haben, immer, oder an 3, wie die Hotkeys-Verteilung war. Wieso? Yes, he's going for the
Danke, Tompo, für die 100 Bit. Dass die sich dann so ein bisschen beschweren, aber es soll ja ein Wii... Ich glaube, man kann sie sogar jetzt schon anders belegen. Und es soll wohl nachgepatcht werden, dass das von der Belegung so sein soll wie bei Age of Empires 2. Aussage jetzt ohne Gewehr. Nur das hier finde ich schlimm, dass du in der Burg klicken musst und kein Automat, also beziehungsweise keinen Hotkeys verwenden kannst für die Produktion. Warum wollt ihr mich jetzt verarschen, dass ihr jetzt zur Burg runterfahrt? Und wo auch immer dieser Scout immer wieder herkommt. Ja, die KI scheint wirklich von den Mauern genervt zu sein. Danke, Sleeping Pendragon, auch für 5 Geschenksubs. Ja, und jetzt wird er wieder einen Vergeltungsschlag machen gegen mich. Nachdem er die Grenzstädte zurückerobert hatte, stand König Heinrichs Anspruch auf die Normandie nur noch ein Hindernis im Weg. König Ludwig und dessen Armee. Auf den schlichten Feldern um Bremühl würden die beiden Könige ihren Streit um die Normandie austragen. Ja, auch direkt den Bergfried. Hat mir das Spiel gerade Bauern geschenkt? Anscheinend. Und ganz nett, dass die Abtei direkt hier steht. Die Abtei halt nämlich. Da ist der Gegenangriff. Ja, das hat wieder ein paar Einheiten gekostet, aber es ist halt nicht viel. Es ist nicht so viel, wie ich vermutet habe immer. Oh, ich habe gar nicht die Verbesserung für Waffenknechte geholt. Die menschliche Wellentaktik. Man kann auch ganz viele Kasernen bauen und einfach immer wieder nachproduzieren Einheiten. Oder Trick 17, ich baue einfach einen Bergfried vorne hin. Und nutze dann trotzdem den Bonus von dem.
Look at you'll be the ready, Frickus. Send the man to me now, Kiss. Get to the ready for Hestus. On hey, a stairs. We have a status, be hey, every chap. Oh, look at your vehicle to read it through, Julius. Ja, wir sind die Waffenknechte auf Maximum. What needeth be on ye, so with the head? Look at your beardy red. The average thing is a deep understanding. Versuchen wir es erstmal einfach so. Hey, every chap. See that the fella out there, every chap. Is there a out there, every chap? Then get to see the hollis with Hester. Get to ready for the fourth one, they frackers. Mit Baldenus. Says Ongent, for when they we sungers. Get to the ready for Hestus. So, ihr haltet einfach da die Stellung. Ach, der Sound hat sich sogar entfernt von mir. Ah! Danke für Hype Train Stufe 5 abgeschlossen an euch. Danke. Auf Twitch. Look at your beard, read of new, Julius. Cut it away, says your chains. It is seat of... Seat to Hestus. You can build it up for... It is seat of... Baue auch einen Haufen Burgen hintereinander. We shall lay it. Ongent, you're in, to winter hint. Get to the ready for Hestus. Vor allem dadurch kriege ich den Angriffsbonus. Danke, Jotanka, für deinen Stufe 1 Sub. So, wehe, du greifst mir jetzt an. KI will einfach nicht. Merkt man, dass ich ein bisschen Muffe hab? Überhaupt nicht, oder? Ah, jetzt kommt er. Ah, mach mal den Defense-Buff. Warum schießt ihr nach hinten, ihr Idioten? Das reicht aber. Ah. Er muss den Bogenwaff einfach benutzen. Fern der Heimat. Ansonsten doch durch ihren König bestärkt. Mäht ich den Ludwig, glaube ich, weg. Die Kapitulation der Franzosen und schlugen König Ludwig samt seinen Rittern in die Flucht. Mit dem Sieg für die Engländer in diesem spontanen Gefecht war es König Heinrich gelungen, das Land seiner Vorfahren für die englische Krone zu erobern. War nicht der schlauste König, er hält sein Schild verkehrt rum. Thema Grafikbombe, lieber zeitgemäße Grafik, die okay ist, die dann da aber die richtige Performance gibt, um mit 8 Leuten zu je 200 Einheiten flüssig online spielen zu können, anstatt übertriebene Grafik, die einfach eine super hohe Hardware-Anforderung hat. Und ich glaube, die haben hier einen guten Mittelweg genommen.